Hallo und herzlich willkommen bei Vitomalia. Ich bin Paulina, ausgebildete Kynologin und Mitbegründerin von Vitomalia. Heute geht es mit dem zweiten Video der Serie Ruhe beim Hund weiter. Und falls du das erste Video verpasst hast, schau auf jeden Fall nochmal vorbei, denn das ist ganz wichtig, damit du in der Serie weiter vorankommst. Heute geht es um das Thema Ruhe und Stress und was überhaupt im Hundekörper passiert. Ist ein mega spannendes Thema. Viel Spaß dabei. Bevor wir mit dem Video loslegen, klick unten einmal auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Und falls du mehr Infos zu diesem Thema möchtest, findest du unten auch noch die Verlinkung zum Blog. Da hast du einmal einen kostenlosen Download und das Thema nochmal viel intensiver beschrieben. Im ersten Teil ging es ja darum, dass dein Hund besonders viel Ruhe benötigt. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen erklären, warum überhaupt die Ruhe so wichtig ist. Denn Schlaf und Ruhe haben einen ganz großen Einfluss auf das Stresserleben unserer Hunde. Und Stress kann unterschieden werden zum einen zwischen Eustress, das ist so dieser normale Stress, den jeder so im Alltag hat oder auch Hunde im Alltag haben, wenn man mal irgendwie so den doofen Nachbarshund sieht oder sowas. Aber das ist so erstmal so der Stress, der vergeht wieder. Also der ist jetzt nicht weiter schlimm, da regt man sich vielleicht kurz mal auf und dann vergeht er wieder. Und dann gibt es den Distress. Und Distress ist das eigentlich so der Stress, der wirklich schädlich werden kann. Also das ist der Stress, wo der Hund gar nicht mehr runter von kommen kann. Das ist vielleicht typisch für Hunde, die unverträglich sind mit Artgenossen, dann ist es halt einfach nicht nur dein doofe Nachbarshund, sondern es ist wirklich so ein Stress, wo der Hund sich richtig reinsteigert und da gar nicht mehr wirklich rauskommt. Also das ist wirklich von Hund zu Hund unterschiedlich, was für ihn jetzt welcher Stress ist, aber das sind diese zwei Formen, in die Stress unterschieden werden kann. Und sowohl Erregung auf der einen Seite, also auch das alles, was mit Stress zu tun hat, als auch die Entspannung und Ruhe auf der anderen Seite werden durch das Gehirn gesteuert. Bei Stress passiert ganz, ganz viel im Körper. Und neben dem Stresshormon Adrenalin wird auch das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Und das Cortisol kann kurzzeitig aktivierend wirken. Das ist auch ganz gut, dass das Cortisol für einen bestimmten Zeitraum im Körper von deinem Hund aktiviert wird. Aber es ist halt nicht so cool, wenn dieses Cortisol irgendwie auch nicht abgebaut werden kann. Denn ist der Cortisolspiegel dauerhaft hoch bei deinem Hund im Körper, dann ist es halt gesundheitlich gefährlich. Und so in einer stressigen Situation, wenn der Hund dann sich irgendwie so ein bisschen aufgeregt hat und der Cortisolspiegel auch gestiegen ist, dann braucht der Hund erstmal ziemlich viel Ruhezeit. Man redet hier so von in der Regel 48 Stunden, also es sind fast 2 Tage, vielleicht sogar auch mehr, je nach Hund, die der Hund braucht, damit sich dieser Cortisolspiegel wieder senkt. Jetzt merkst du, wenn dein Hund in so einer extrem stressigen Situation ist und er fast 2 Tage dafür braucht, damit dieser Cortisolspiegel senken kann, und dein Hund aber vielleicht täglich diesen Stress erlebt, dann kann er gar nicht so wirklich runterfahren und auch gar nicht so wirklich diesen Pegel senken oder regulieren. Und das ist eigentlich das Schwierige daran, wenn es um Stress geht. Denn auf der einen Seite ist Stress wichtig, das braucht man, das ist auch sinnvoll, dass man Stress erleben hat. Aber auf der anderen Seite braucht man einen guten Ausgleich dazu. Jetzt ist aber Ruhe nicht nur wichtig in stressigen Situationen, damit dein Hund wieder runterfahren kann, sondern auch, wenn dein Hund übermäßig in Bewegung ist. Und übermäßig in Bewegung meint jetzt nicht, dass du täglich mit deinem Hund Gassi gehst, sondern dass dein Hund wirklich regelmäßig mehr als 80-90% des Tages nicht zur Ruhe kommen kann. Also dass da sehr viel des Tages wirklich aus Aktivität besteht. Und vielleicht wirkt es auf dich gar nicht so, dass das für deinen Hund ein bisschen zu viel ist, aber Hunde, die regelmäßig eben zu wenig Ruhephasen haben, haben ein Schlafdefizit. Und Schlaf, haben wir schon gesagt, ist extrem wichtig für das Stresserleben. Kommt dein Hund also nicht zur Ruhe, kann er eben dieses überschüssige Cortisol nicht abbauen. Dabei ist halt Schlaf so wichtig, weil eben im Schlaf das Cortisol abgebaut werden kann. Und im Schlaf finden zudem auch noch weitere Prozesse statt, eben für den Hormonhaushalt. Die haben eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel, aber auch auf das Immunsystem und das Wachstum. Und hier jetzt vielleicht nochmal ein kurzer Anreger für dich. Es ist so, dass jeder Hund super individuell ist. Hast du zum Beispiel einen territorial unsicheren Hund, ist es für den Hund schon super anstrengend, wenn du mit ihm 20 Minuten ums Haus läufst. Hast du aber einen Hund, der da gar keine Probleme mit hat, kannst du auch easy peasy mit dem mal 2-3 Stunden in einer fremden Umgebung unterwegs sein und er empfindet nicht so viel Stress. Also da ist es ganz wichtig, dass du sensibel auf deinen Hund reagierst und auch auf seine Bedürfnisse entsprechend reagieren kannst. So, jetzt haben wir ja gesagt, dass im Schlaf das Cortisol abgebaut werden kann. Und das ist schon mal ziemlich gut. Jetzt kann aber Cortisol auch in Bewegung abgebaut werden. Und das ist so, wie sich die meisten Hunde eigentlich weiterhelfen, dass wenn sie zu viel Cortisol im Körper haben, dass sie das durch Bewegung, einfach durch sehr hektische Bewegung meistens, abbauen.
Und da müssen wir einfach ein bisschen eingreifen, dass eben aus diesem Hund, der eigentlich gestresst ist und dann durch Bewegung das abbauen möchte, nicht so ein gestresst, hyperaktiver Hund wird. Da musst du einfach so ein bisschen die Balance finden. Warum ist das jetzt aber eigentlich wichtig im Training? Und das ist eigentlich die viel spannendere Frage, denn man könnte jetzt sagen, ja, das sind halt so Hormone und die muss der Hund halt irgendwie abbauen. Wichtig ist aber zu wissen, dass wenn dein Hund gestresst ist und der Cortisolspiegel sehr hoch ist, dann ist der Hund überhaupt nicht mehr aufnahmefähig. Also du möchtest vielleicht neues Verhalten mit deinem Hund lernen, du möchtest ihn vielleicht auch in Situationen bringen, die er noch nicht kennt. Dein Hund ist einfach nicht in der Lage, das zu verarbeiten. Das ist wie so eine Blockade, wo der Schalter umgelegt ist und der Hund sagt einfach, nee, das kann ich jetzt nicht mehr. Und da ist es einfach wichtig, den Hund wieder in eine Situation zu bringen, wo er aufnahmefähig ist. Und aufnahmefähig ist er eben dann, wenn er entspannt ist. Und hier kommen wir eigentlich zum Gegenspieler vom Cortisol, und zwar das Oxytocin. Oxytocin hat eine entspannte Wirkung auf deinen Hund. Und Oxytocin wird auch Kuschelhormon genannt. Das kommt vor allem in so ein Beziehungsverhalten, wird das in dem Körper von deinem Hund ausgeschüttet. Man kann hier bei besonders sanften Berührungen das Oxytocin ansteigen lassen, aber auch schon Blickkontakt mit dem Hund, wenn er liebevoll ist, kann Oxytocin steigen lassen. Ziel bei unruhigen Hunden ist deshalb beim Ruhetraining vor allem also Cortisolspiegel mit Hilfe vom Oxytocin-Spiegel zu senken, dass eben das Gleichgewicht wieder hergestellt ist und du aus diesem unansprechbaren Hund, der einfach voll nicht dabei ist, der hier eben diesen Cortisolüberschuss hat, eben einen Hund machst, der durch das Oxytocin wieder entspannter ist und ansprechbarer ist. Und genau darum wird es dann auch in unseren Trainings gehen, die wir dir dann zeigen werden. Das war jetzt unglaublich viel über Cortisol und Oxytocin und die ganzen Hormone und Stress und sowas. Wenn du das genauer nochmal nachlesen möchtest, schau auf jeden Fall mal im Blog vorbei, der ist unten verlinkt. Denn das ist ein Thema, das muss man erstmal verstehen, wenn es greifbar für dich ist. Manchmal hilft es ja, das Ganze nachzulesen. Und dann kannst du auch besser damit umgehen und das auch besser umsetzen in stressigen Situationen für deinen Hund, aber auch in stressigen Situationen, wenn du aktiv das Ruhetraining umsetzen möchtest. So, das war's jetzt mit diesem Video. Im nächsten Video geht es dann weiter mit der Serie Ruhe. Und da geht es um das Thema, warum es manchen Hunden viel schwerer fällt, als anderen zur Ruhe zu kommen. Und falls dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall mal ein Like da. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.